Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann. Ich grüße dich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beruf- und Berufungs-ABCs. Und wir sind bei dem Buchstaben E. Und zwar geht es heute um das Thema der Ernährung. Ja, jetzt wirst du vielleicht denken, hey, was soll das denn? Ja, also das Thema Berufung und Ernährung, wo ist da der Zusammenhang? Ganz einfach, das versuche ich ein bisschen in diesem Kurzvideo darzulegen. Sehr häufig höre ich von Menschen, die sagen, ja, das ist ja alles recht und schön mit der Berufung, aber irgendwie bin ich oft viel zu müde, unkonzentriert, ich habe nicht so die nötige Antriebskraft sozusagen, mich mit dem Thema der Berufung zu beschäftigen. Und das wundert mich bei vielen Menschen gar nicht. Nämlich, wenn ich ein bisschen dahinter schaue, hat es mit folgendem Fakt zu tun. Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit. Dem würde wohl jeder, der hier zuhört und zuschaut, zustimmen. Aber praktisch leben wir das meist gar nicht. Wir beschäftigen uns entweder mit dem Körper, vielleicht treiben wir Sport, oder ja, mit unserem Geist, dass wir uns geistige Nahrung zuführen, ja, zum Beispiel Inspiration wie das jetzt hier, lesen Bücher, gehen in Seminare, arbeiten vielleicht auch auf der Seelenebene, also in diesem Bereich. Aber irgendwie so an allen drei Bereichen, ist es sehr selten sozusagen, dass wir uns um alle drei Bereiche kümmern. Und das Thema Ernährung fällt hiermit mit rein. Und warum? Ganz einfach. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn wir sozusagen uns nicht darum kümmern, was wir in uns hineinbringen, also es geht ja sozusagen zum einen gedanklich in uns hineinlassen, ja, also welche Gedanken, welche Menschen, welche Verhaltensweisen, welche Denkmuster und so weiter lassen wir in uns hinein, also gedanklich auch, aber was bringen wir auch in unseren Körper? Ja, also was führen wir unserem Körper zu? Führen wir unserem Körper Lebensmittel zu? Oder gucken wir einfach nur, dass er irgendwie schnell was sozusagen zu essen bekommt? Ja, und mir ist wichtig, dass wir einfach uns mit diesem Thema bewusst auseinandersetzen, bewusst uns klar machen, was nehme ich zu mir? Ja, also wenn ich zum Beispiel Lebensmittel, die sozusagen keine Energie, keine Kraft haben, wie kann ich denn davon ausgehen, wenn ich das zu mir nehme, dass ich energiegeladen und kraftvoll bin? Und genau das ist der Punkt. Nämlich, wenn ich irgendetwas zu mir nehme, was eben keine Energie hat, dann bin ich müde, ausgelaugt und dann habe ich auch keine Lust sozusagen, mich mit geistigen Themen, mit Seelenarbeit, mit dem Thema Berufung zu beschäftigen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Ja? Ich will hier nicht als Moralapostel erscheinen und sagen, ja, die oder die Form ist die perfekte Ernährungsform. Das glaube ich nämlich nicht, dass es die perfekte Ernährungsform für jeden gibt, zumindest zum jetzigen Stand. Ja, es gibt mit Sicherheit sowas wie eine Idealvorstellung, aber jeder hat einen anderen Stand. Auch der Körper ist ganz andere Dinge gewöhnt. Also ich könnte zum Beispiel heute nicht mehr unfallfrei in Anführungsstrich Brot und glutenhaltige Lebensmittel zu mir nehmen, ja, oder eben Käse oder sonstiges, weil das mein Körper einfach nicht mehr gewohnt ist. Mein Körper würde rebellieren. Aber Menschen, die zum Beispiel relativ häufig eben diese Lebensmittel zu sich nehmen, für die ist das überhaupt kein Problem. Der Körper ist tatsächlich ein Wundermittel, ja, und ein Wunderwerk und kann das ganz gut verarbeiten. Aber es geht ja nicht darum, ob unser Körper das verarbeiten kann. Das geht ja darum, wie viel möchte ich sozusagen erblühen in meinem Leben? Möchte ich ja energiegeladen sein und wirklich mehr zu mir kommen, ja, auch mehr meine innere Stimme hören, meiner Berufung folgen. Und dann ist es aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich mir überlege eben, was ich zu mir nehme. Und desto lebendiger in Anführungsstrich diese Nahrung ist, die ich zu mir nehme, desto klarer kann auch Energien fließen. Also wenn sozusagen mein Körper verstopft ist mit Pasta, Pizza, Pommes und sonstiges, ja, dann ist der Energiefluss in unserem Körper gar nicht so sehr gegeben. Ja, wenn du jetzt natürlich Pasta, Pommes und sonstiges magst, ist es im Grunde okay. Die Frage ist der Häufigkeit. Ja, und im Grunde kannst du dir selbst die Frage beantworten: Bist du nach einem Essen energetisiert, voller Energie und sprühst förmlich und denkst so, jetzt, ja, was kann ich jetzt tun? Oder bist du nach dem Essen, das du zu dir nimmst, erstmal
sozusagen K.O.? Ja, und das ist eine spannende Frage. Manchmal ist es auch in Ordnung, dass man sozusagen durchs Essen einfach K.O. und müde wird, vielleicht nach einem bestimmten Tag. Ja, aber grundsätzlich sollte unsere Ernährung ja tatsächlich dafür da sein, dass sie uns Energie gibt. Und das ist die spannende Frage. Energetisiert dich sozusagen dein Essen oder tut es das nicht? Ja, und ja, jetzt vielleicht einfach mal noch so ein paar Punkte. Ich habe mir tatsächlich ein paar Punkte notiert, auf die ich eingehen möchte. Wie gesagt, ich möchte dir nicht sagen, das ist die optimalste Ernährung und so solltest du dich ernähren. Ich möchte einfach ein paar Punkte zusammentragen, die aus meiner Erfahrung wirklich wichtig sind und die man sich einfach mal ja, bewusst machen sollte in diesem Thema und dann seine eigenen Entscheidungen treffen zum Thema Ernährung. Ja, es geht um Bewusstsein. Also ich ernähre mich hauptsächlich von veganer Rohkost. Und das ist für mich die optimalste Ernährung. Wobei ich festgestellt habe, je weniger ich esse, desto besser geht es mir, desto kraftvoller fühle ich mich. Aber das ist mein Weg und meine Erfahrung. Ja? Und ich möchte einfach so ein bisschen auf diese Punkte, die ich mir ja hier notiert habe, einfach eingehen und ja, dazu einfach ein paar Punkte sagen. Zum einen, ja, die Ernährung sollte etwas mit Nähren zu tun haben. Was meine ich damit? Es geht vor allen Dingen darum, sich bewusst zu machen, welche Lebensmittel nehme ich zu mir? Sind das überhaupt Lebensmittel? Ist Ravioli aus der Dose Lebensmittel? Hat das etwas mit Leben zu tun und führt mir das sozusagen Energie und Leben zu? Ja, also das sind Punkte, wo ich mir wirklich überlege, wenn ich das esse, was ist das? Sind das Lebensmittel? In dem Zusammenhang fallen mir so künstliche Themen auch ein, wie zum Beispiel eben Zucker. Das sollte man überdenken. Ist das ein Thema, was ich wirklich brauche? Die ganzen Milchprodukte, ist das wirklich etwas, was ich wirklich brauche? Die ganzen Mehlprodukte. Ja, das sind einfach so Themen, wo wir uns einfach ein bisschen damit beschäftigen können. Ja, also wie fühle ich mich zum Beispiel, wenn ich ein Croissant esse? Und wie fühle ich mich, wenn ich einen Apfel esse? Ja, also einfach danach, wie fühle ich mich? Währenddessen schon, aber auch natürlich danach. Ja? Also du musst jetzt nicht dein Leben lang, wenn du Croissants liebst, esse ich jetzt ab und zu auch gern mal ein Croissant. Ich habe gerade vor kurzem wieder eins gegessen, nach sehr langer Zeit. Das schmeckt, aber ich muss das nicht immer haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht gut getan. Aber das ist einfach nur bei mir. Also frag dich, wie fühlt sich das für dich an? Ja, das ist der eine Punkt. Also das Lebenssinn, das Lebensmittel. Dann geht es natürlich darum, darauf zu achten, also meine Erfahrung, je wenig Lebensmittel oder je weniger Lebensmittel verarbeitet sind in irgendeiner Form, desto ja, nahrhafter sind sie. Also wenn du ein Gemüse zum Beispiel tot gekocht hast, ja, einen wunderbaren Wirsing zum Beispiel immer tot gekocht und ewig lang auf dem Herd gestanden hat, wie viel Energie ist da noch drin? Also sich zu fragen, vielleicht vielmehr ja, auch Rohkost in Anführungsstrich in deine Ernährung zu integrieren, also die Lebensmittel so roh wie möglich zu dir zu nehmen, was natürlich für dich möglich ist. Ja? Also einfach auch da ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Was ich ganz besonders merke, was mir und sehr vielen Menschen, mit denen ich begleite ja viele Menschen im Thema Berufung, und da kommt natürlich dieses Thema Ernährung auch immer dazu, und was wirklich immer so einen absoluten Kick gibt, ist so dieses Thema grüne Lebensmittel. Und zwar in grüne Lebensmittel meint hier zum Beispiel Wildkräuter, aber auch Dinge wie Spinat, ja, fällt jetzt gerade in Mangold, ja. Also so richtig grüne Lebensmittel, welche Wirkung die auf unseren Körper haben. Und in dem Zusammenhang einfach mal als Inspiration vielleicht dieses Thema grüne Smoothies, ja. Also grüne Smoothies sind einfach Wildkräuter-Cocktail sozusagen. Es ist ein Gemisch aus Frucht, aus Grünzeug, also zum Beispiel Spinat, Mangold, Wildkräuter in irgendeiner Form. Auf dem Markt bekommt man mittlerweile auch schon ganz viel Auswahl an Wildkräutern und im Zusammenhang gemixt mit Wasser. Ja, einfach in den Mixer rein, das Ganze mixen, mit Wasser auffüllen und dann eben trinken. Und dann einfach merken, welche Wirkung das hat. Also gerade wenn man das zum Beispiel morgens zu sich nimmt, ist das, ja, ist jeder, der das noch nicht kennt und es so am Anfang so ein paar Tage macht, merkt Wunder sozusagen, ja. Also was sich da sozusagen im eigenen Körper tut. Also das mal so als Idee. Dann
Also ich habe es eben schon gesagt, ich fühle mich am wohlsten mit veganer, hauptsächlich veganer Rohkost. Es gibt bei mir auch so ein paar Ausnahmen. Also ich esse gerne mal ein Milchspeiseis. Ja, also das sind so Themen. Wie gesagt, jeder muss seinen eigenen Weg und dafür plädiere ich auch. Ich will nicht, dass du sagst, okay, vegane Rohkost, das ist jetzt für mich, weil ich das jetzt so gehört habe, sondern versuch deinen eigenen Weg, deine innere Stimme. Auch hier geht es darum, dass du immer mehr sozusagen, dadurch, dass du dich bewusster ernährst, merkst auch immer mehr, was dein Körper möchte, ja, was er braucht. Aber es geht um Bewusstsein und bewusst zu essen. Ja, von daher eben, wie gesagt, möchte ich keine spezielle Richtung dir vorgeben, aber ein Bewusstsein, ja, zu schärfen dafür. Und da komme ich nämlich zum allerwichtigsten Punkt. Meiner Erfahrung ist es nämlich die, dass es nicht darum geht, nicht nur darum, was du isst, sondern vor allen Dingen, wie du es isst. Nimmst du dir Zeit fürs Essen? Gehst du zum Beispiel wirklich, wenn du essen gehst, nimmst du dir zum Beispiel vielleicht eine Stunde Zeit und genießt das, was du auf dem Teller hast? Nimmst es ganz bewusst wahr? Du isst zum Beispiel Spinat, du isst zum Beispiel einen Apfel oder was auch immer. Du isst es ganz bewusst. Ja? Nimmst du das wirklich bewusst wahr? Und nimmst du das auch sozusagen in Liebe zu dir? Oder hechelst du von einem Termin zum anderen mit dem Brötchen in der Hand oder was auch immer, ja, und machst das alles ganz schnell und merkst gar nicht, was du da zu dir nimmst. Ja? Also es geht vor allen Dingen darum, in Liebe das Essen, die Nahrung zu sich zu nehmen und ganz bewusst zu kauen, das zu schmecken, zu fühlen. Und in dem Zusammenhang ist meine Erfahrung, dass wenn du, je weniger du die Sachen mischst, also jetzt nicht, sagen wir zum Beispiel, du gehst essen, und du gehst in ein Restaurant und da gibt es ganz verschiedene Salate und du machst dir 10 Salate auf deinen Teller. Meine Erfahrung ist, dass das der Körper gar nicht verarbeiten kann. Das ist einfach zu viel. Und also ich achte zum Beispiel darauf, nicht mehr wie 3 Sachen, 3 bis 5 Dinge zu kombinieren. Und je mehr ich sozusagen, je weniger ich kombiniere, je intensiver ist der Geschmack, desto kraftvoller fühle ich mich auch. Und ja, auch hier geht es um Bewusstsein. Also nimmst du die Dinge bewusst zu dir und in Ruhe und in Zeit und mit Liebe. Und das ist für mich das absolut Entscheidendste. Ja. Und noch ein besonderer Tipp, der mir aufgefallen ist, dass ich wirklich am kreativsten, am energetisiertesten bin und ich mich auch am allerwohlsten fühle, wenn ich wenig esse. Das mag vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein und fängt auch gleich schon wieder die Kalorienfrage an und sonstiges, aber das ist wirklich meine Erfahrung. Je weniger ich esse, desto wohler fühle ich mich. Mein Körper fährt da wirklich auf Höchstleistungen. Irgendwie ist es auch für mich logisch, weil da muss er sich nicht mit Dingen beschäftigen, sozusagen mit der Verdauung. Ja, also ich will jetzt nicht für Nichtessen plädieren, aber für bewusstes Essen und vielleicht wirklich auch mal sich klarzumachen, vielleicht könnte ich tatsächlich ein bisschen weniger essen. Ja, also dieses Thema Ernährung ist ein wirklich sehr, sehr großes Feld und ich wollte mit diesem Thema einfach ein Bewusstsein schärfen, nämlich wirklich diese Brücke zu schlagen zu dem Thema Berufung und das ist wirklich was einen sehr großen Punkt damit zu tun, also einen sehr großen Einfluss auf das Thema Berufung hat, ja, weil wie gesagt, wenn ich es zusammenfasse, bedeutet das, dass je bewusster ich die Dinge, die ich zu mir nehme, in Form von Nahrung und je weniger belastet mein Körper ist, desto mehr nehme ich auch meine innere Stimme wahr. Ja, und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Ich will nicht sagen, dass ich nicht meine Berufung leben kann, wenn ich zum Beispiel nicht ja, bewusst esse. Aber ich kann auch diesen Weg in Leichtigkeit gehen. Und dieser Weg der eigenen Berufung in Leichtigkeit zu gehen, ist einfacher, wenn ich sozusagen ja, die Rahmenbedingungen schon dafür schaffe. Wenn nicht erstmal, ja, ich mich anstrengen muss, dass ich meine innere Stimme überhaupt höre. Und meine innere Stimme höre ich tatsächlich mehr, je bewusster ich die Ernährung zu mir nehme. Ja, und meinen Körper nicht so sehr belaste. Okay, also dieses Thema liegt mir persönlich sehr, sehr am Herzen und ich bin froh, dass ich das auch in diesem Rahmen, also in diesem Berufungs-ABC dir mitteilen konnte und ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und ja, lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit. Ich danke dir und wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Tschüss.